Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ohne wie Leder geht nix. Ja, ich muss selber gerade erstmal ein bisschen reinkommen. Wieder, also was wir auf jeden Fall ja unabhängig von allem anderen weiterbauen können, ist diese Rakete. Dann hatten wir hier diese Geschichte gebaut, aber die Rakete hier soll eigentlich. Obwohl, ne, die muss zu Beginn gar nicht größer sein. Das passt schon. Achso, den analysieren wir schon. Okay, gut. Sehr schön. So, was macht unser Netzwerk? Oh, okay. Was Scan-Qualität nach wie vor 52%. Okay. Ja, doch, so Strom. Nee, da müssen wir eigentlich einen neuen Kreislauf machen. Da sind wir jetzt an der Grenze. Haben wir ja auch schon so mehr oder weniger hier. Hier noch, aber ab hier dann würde ich sagen, bauen wir das Kabel dann aus Stahl. So, und es geht dann hier später weiter. Eine stoppt es. Die Brücke bauen wir lieber auch aus Stahl. So. Genau. Automatisierungskabel. Entschuldigung. Ja, das ist dann soweit fertig. Erweitern wir das schon? Ne, erstmal noch nicht. Der entleert sich hier weiterhin, aber ich hoffe, das wird jetzt besser, umso mehr Solarstrom wir bauen. Erdgas ist ja nach wie vor fast nichts da. Petroleumproduktion wollten wir erweitern, beziehungsweise wollte ich. Auf jeden Fall machen. Die Forschung hier läuft auch sehr schön. Haben wir die hier hochgestellt? Ja, haben wir auch. Schön, schön. Das hier funktioniert mit der Kühlung. Mensch, wir haben viele Probleme gelöst. Und das hier noch nicht. Aber nach wie vor. Nee, nee, doch, wir sollten den Reparaturauftrag drin lassen. Wieso denn kein Strom? Der läuft gerade wieder. Der auch. Ne, der läuft schon seit 30 Zyklen. Dafür verbrauchen wir dann doch noch viel Wasser. Schauen wir uns das hier mal an. Oh, wir werden das Wasser immer noch nicht schnell genug los. Deswegen läuft das 80 Grad warme Wasser dadurch zur Kühlung. Das. Hier alles ein bisschen
Spiel geplant. Ah, hier oben kommt das Wasser von hier. Okay, ja, deswegen geht natürlich dann auch da hinten nichts weg. Alles klar, jetzt verstehe ich das. Was kann man mit dem Wasser noch anstellen? Keine wirkliche Idee. ~10,9 Tonnen verschmutztes Wasser steht da schon. Wahnsinn. Hier nochmal wieder so ein paar Aufräumaufträge platzieren. Nicht, dass da jemand langweilig wird. Dann können erstmal wieder 5 Tonnen Wasser ablaufen. Ist schon relativ voll. Können wir gleich abschalten. Meteoritensturm im Anmarsch. Ach so, jetzt weiß ich auch wieder, was ich noch machen wollte. Zu niedrig. Wie hoch ist der Druck? 6,2 Kilogramm, okay. Das reicht dann ja durchaus, um den Tank voll zu machen. So, lassen wir doch die auch voll machen. Das spricht ja nichts dagegen. Kommandomodul, dann brauchen wir hier noch die Abschussrampe. Starke Leiterkabel. So. Das dritte Element. Ja. Dann überlegen wir mal eben, wie wir es machen. Weil. Ups. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sich zwei Weltraumscanner direkt nebeneinander auch stören. Ich vermute schon, aber. Wissen tue ich es nicht. Das ersetzen wir durch Türen. Dieser Seite minimal anders, nämlich packen das Ganze an
Starkstromkabel. Mal hier uns rüberarbeiten, damit wir das ganze Stahl, was hier so überall runterfällt, wieder zurückbekommen. Oh, das war aber gut abgeschätzt. Ich würde fast sagen, wir starten noch mal eben. Also erstmal weisen wir Rockcrawler zu. Ja, müssen eben warten, bis der kommt. Ja, können wir schon mal öffnen, ja. So, da ist er. Dann können wir das machen. Eben auf die Bunkertür warten. So. Und jetzt kann es losgehen. Ach, wir kommen da schon nicht mehr hin. Na, das ist ja ein Ding. Dann fliegen wir einfach weiter zu dem ersten. Schließen wir die Tür wieder. Ja, bevor ich jetzt die Automatisierung baue für die Raketen, möchte ich das gerne ausprobieren, ob die sich gegenseitig stören. Vermutlich hilft das eine ganze Menge. Dann können wir es auch so machen. Jetzt können wir endlich mal gucken hier. Ich habe es die ganze Zeit immer vergessen, was die neuen Achievements sind. Space Race. Okay. Muss ich nicht verstehen. Dann kann nämlich irgendjemand gleich schon wieder anfangen zu graben. So, wie weit ist die Forschung? Brennt veredeltes Eisen und Oxylit. Veredeltes Eisen haben wir
eine ganze Menge, aber Oxylit haben wir fast gar nichts. Wir haben doch... Ich weiß jetzt noch nicht, worunter ich die finde. Wahrscheinlich hier unter Veredeln. Da. Oxylit-Raffinerie, genau. Die brauchen nämlich Gold und Sauerstoff. Machen wir das doch einfach mal hier drüber, dass wir hier drüber auch noch einen Raum anlegen. Ja, dann ist die Verbindung zwar hier geschlossen, oder machen wir den einfach ein bisschen höher. Wir können ihn ja hier ein bisschen höher machen, unabhängig davon, ob wir hier die Platten dahinter bauen. Ja, machen wir auch. Ich überlege, ob wir den nicht besser... Ja. Machen wir auch. Wir machen das Ganze hier mit einer Schleuse. Sicherlich nicht groß genug. Ja, das können wir erstmal wieder in aller Seelenruhe bauen lassen. Hier schon wieder ein Ei, nee, ne? Ja. Da kommen wir von hier aus hin und das machen wir, denke, von oben aus. Ja, von dieser Seite. Das machen wir so und dann kommen die beiden hier nämlich nach oben hin. Weiß nicht, warum ich da wieder isolierte Ziegel gebaut habe oder bauen wollte. So, ist der hier überhaupt noch notwendig? Ja, ist er.
Fleisch. Aber kein Ei. So, was haben wir denn hier? Noch einen Arbor-Arkorn. Ja. So, ist das Ding hier schon wieder voll, ja, ne? Ja, klar. Das Wasser staut sich schon wieder. Also damit bin ich überhaupt nicht zufrieden mit der Lösung, wie wir es jetzt haben. Fakt ist auch, wir brauchen ja einfach zu viel Wasser. Hier oben wird es aber auch schon... Puh. Da wird es wohl schon warm. Ja, wer einen guten Vorschlag hat, was wir damit machen, der darf ihn mir gerne unterbreiten. Brauchen wir vielleicht doch noch einen Endlos-Tank? Hm? Schauen wir mal. Wäre eine mögliche Option, obwohl ich das ja eigentlich nicht wollte. Ein bisschen rohes Ei, aber wir haben auch viele Eier hier, wo auch immer die alle herkommen. Ach, vielleicht gab es die auch hier. Das kann natürlich sein. So, ich wollte gerade sagen, so ganz viel. Weiter kann es ja auch dann irgendwann nicht mehr gehen, ne? Oh. Ach shit, nicht aufgepasst. Müssen die mal wieder repariert werden. Ah, 50 Kilogramm, das ist ja jetzt auch noch nicht die Welt. Ist voll, das ist schon mal gut. Zumindest bis da. Jetzt muss ich auch das Automatisierungskabel aus. Das legen wir mal hier um die Raketen. Ja. Oh, Moment. Ich muss mal eben schauen. Nicht, weil nicht, dass die sich dann langsam öffnen, wenn ein Sturm kommt oder irgendwie sowas. Das wäre halt immer sehr ärgerlich.
hier müssen wir dann eigentlich. Für eine Lösung finden. Und die sieht dann quasi genauso aus wie auf der anderen Seite. Ein paar wenige Vorschläge gab es auch nach dem letzten Video noch. Einer davon war, wenn ich das richtig verstanden habe, noch einen Transitrohreingang hier weiter nach oben zu verlegen. Ich weiß nicht, ob unsere Transportröhre hier, Transportrohre im Weltall, ob die hier nicht zufällig überhitzen, aber es gibt eigentlich ein echt simplen Weg, das auszuprobieren. Wir bauen einfach mal eins. Dann schauen wir mal, was damit passiert. Dauert denn das so lange? Puh, ist da ja gefühlt schon eine Ewigkeit dabei. Den Balken nicht so richtig erkennen, ne? Machen es anders, wir zerlegen das mal und bauen ihn neu. Da ist, glaube ich, irgendwas schief gegangen. Läuft mal wieder. Stellen. Du bist für Olwover und du für Ardeos. Die Scan-Qualität kann natürlich nicht funktionieren, solange das hier alles geschlossen ist. Machen wir das mal alles weiter. War das denn jetzt gleich noch, wenn hier oben Ziegel sind? Das stört, glaube ich, die Weltraumscanner nicht, ne? Hatten wir das nicht hier irgendwo ausprobiert? Ja, hatten wir. Okay, dann würde ich mal sagen, das machen wir auf dieser Höhe. Das können wir ruhig durchfahren. Wenn wir das durchfallen lassen, fällt das bis hier unten. Hm. Weiß ich noch nicht. Bin ich noch nicht final von überzeugt. So, das verbinden wir jetzt. Dann genau, öffnen die sich. Oder bin ich mal jetzt gleich echt wieso haben wir denn jetzt keinen Strom mehr gehabt? Ach, weil die Batterie hier noch nicht eingestellt ist. Alles klar, die wohl, naja. So. Okay, die haben 10% und 11%. Jetzt zerlege ich mal eine wieder. Und dann schauen wir mal, was dann passiert.
Jetzt, ah, okay. Das hilft also enorm gut. Da müssen wir da Platz zwischen lassen. Ich weiß nur nicht, wie viel. Das kriegen wir aber sicher raus. Fünf Feldern an. So, das Kabel müssten wir hier an die. Oh. Das muss an die linke Seite. Das wird nicht funktionieren. Na doch. Wir sorgen einfach dafür, dass es funktioniert. So. Schon wieder voll. Ist er. Oh, dann können wir jetzt Tanky mal wieder einsteigen lassen. Wahrscheinlich auch einen Nichtgatter noch brauchen, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall möchte ich gerne hier den Atmosensor zerlegen. Und dann bauen wir hier einen. Ich mach das einfach mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ist. Oder Gatter. Zerlegen wir da das Automatisierungskabel und dann kommt das daran. Und das zerlegen wir auch. Das muss nämlich so daran. Ja, hier muss relativ sicher, oder? 43, okay, das ist noch zu nah. Zerlegen wir den nochmal wieder. Und ist eigentlich richtig, der scannt nach der Rakete. Da er sie nicht findet, ist das Signal rot. Ja eigentlich so nichts gegen einzuwenden. Und wenn er sie dann findet, dann müsste er auf grün schalten. Also wenn er findet, dass sie zurückkommt, so rum. Ach so, ja. Jetzt müssen wir eben warten, bis das hier fertig gebaut ist. Dann sollte sich die Tür ja öffnen, weil das Oder-Signal. Eins davon ist grün. Geht weiter. Und öffnet die Tür. Ja. So, wir hatten gerade 5 Felder. Probieren wir es mal mit 7.
Jetzt haben wir es recht. Eigentlich können wir das zerlegen, weil die zweite Tür bekommt ja ein Signal von dem anderen Scanner. So, jetzt können wir das einfahren. Und das reicht nicht. Da fliegen wir nochmal da wieder hin. Ja, ich würde sagen, perfekt. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, wenn die Rakete wiederkommt, ob das dann auch hier funktioniert, aber auch da bin ich mal wieder ganz, ganz zuversichtlich. 31%, also es scheint immer noch nah zu sein. Dann machen wir es anders. Es waren jetzt 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Ich habe irgendwie noch eine 13 im Kopf. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber probieren wir das mal. Und die noch mit dazu. Hier müssen wir natürlich auch einen Odergatter haben. Ja, dann dahin, dann kann das weg. Wir können das hier schon mal alles verbinden. Das kommt daran. Das kommt daran. So. Das ja gerne hier noch ausprobieren mit unserer Rakete. Da. Noch zwei Zyklen, okay. Da müssten wir noch ein wenig Geduld haben. Fehlt hier ein Element wieder. Ne, Stromkabel ist fertig. Ah. Aber hier nach ist das schon gebaut. Ne, ist es nicht. Jetzt, okay. So, perfekt. Genau das wollte ich sehen, dass die Tür sich schließt. Und jetzt wäre es ein Traum, wenn die so lange geschlossen bleibt, bis unsere Rakete wiederkommt. Können wir nämlich testen, ob es funktioniert, aber wir werden es ja auch an der Automatisierung hier sehen können. Wenn das Signal grün wird, weil die Rakete kommt, dann sollte sich die Tür öffnen.
Achso, ja, jetzt ist es 0%, klar. Ach so, aber dann wird er die Rakete ja gar nicht. Oder doch? Also der Sturm geht los. Ach so, ich wollte hier oben natürlich noch ein paar unserer Tierchen aussetzen. Darf ich diesmal nicht wieder vergessen. Und dann ist die Idee, dass die das Regolith hier freigraben. Ach so, aber... Nee, doch, eigentlich müsste das klappen. Der Sturm hört bestimmt vorher auf. Ja, diese Info hilft uns nicht viel, ne? Störungen durch in der Nähe befindliche schwere Maschinen, Steine oder Ziegel, die die Sichtlinie der Schüssel in der Welt rum behindern. Das können die Gründe sein für Stören. Das heißt nicht, dass eins von beiden es ist. Also klar, eins von beiden wird es sein, aber es muss nicht sein, dass es beides ist. Das hier müssen wir dann jetzt erstmal manuell machen. Jetzt die 55 und 93% Scan-Qualität. Wow. Das ist gut. Wie lange ist noch? 0,5 Zyklen. Ich glaube, ich hatte immer Probleme damit, umso mehr ich jetzt drüber nachdenke und mich damit beschäftige, dass der Weltraumscanner zwar erkennt, wenn die Rakete zurückkommt, dann landet die, aber... Das Signal geht dann nicht zurück auf Rot, bis sie wieder gestartet ist. Das war, glaube ich, immer das Problem. Oh, verdammt, war ich wieder zu langsam. So, jetzt ein treffendes Objekt erkannt.
Genau, jetzt schaltet er auf grün. Perfekt, das heißt, selbst wenn jetzt ein Sturm wäre, würde er die Tür öffnen. Kommt unsere Rakete. Jetzt kommt unsere Rakete. Ja. Kommt immer noch unsere Rakete. Wenn die Rakete noch nicht gekommen ist, dann kommt sie noch heute. Ja. Ja, ist eigentlich gerade dabei zu landen. Da ist sie. So, und jetzt schauen wir mal schnell auf die Automatisierung um. Ah, nee, das funktioniert jetzt. Sehr schön. Sie ist gelandet und schaltet auf Rot. Und die hier erkennen auch gerade den Meteoritenschauer. Ich bin begeistert, wenn ich das mal sagen darf. Jetzt müssen wir nur noch unsere Abschussrampe da mit einbringen. Wobei ich noch gar nicht davon überzeugt bin, dass wir das unbedingt machen müssen. Das kann man auch manuell sehr gut schalten. Ja, schön. Ich freue mich riesig, dass das funktioniert hat. Gut, so, das ist fertig. Ich glaube, wir werden uns im nächsten Video den Strom nochmal anschauen müssen. Verlegen wir doch mal diesen Sensor nach da. Den da ran. Schon auf 7, okay. Dann können die hier nämlich gleich wieder fleißig produzieren und dann gibt es auch nochmal wieder einen ganzen Schwung Erdgas. Zerlegen wir. Genau, 5 Ölquellen, die alle fleißig produzieren. Das gibt Erdgas, Erdgas und noch mehr Erdgas. Forschung abgeschlossen. Stofftriebwerk. Okay, dann machen wir jetzt mal direkt das nächste. Petroleum und die beiden Tanks. Ja, da wir sowieso nur zum ersten Planeten kommen, können wir eigentlich den Antrieb zerlegen und den ersetzen. Oh. Machen wir mal. Ach, Mensch. Oh. Das Kabel aus Blei gebaut.
Wie dumm von mir. Da ist alles kein Strom hier, okay. Da werden wir da vermutlich noch ein bisschen mehr umbauen müssen. Die ist zu warm. Das zerlegen wir jetzt. Ach nee, ne? Wieso können wir denn jetzt hier nicht... Liegt das vielleicht... daran? Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nicht doof. Ja, ich weiß. Man sollte keine... Okay, jetzt habe ich neben der Frage, was war mit dem verschmutzten Wasser, noch eine zweite Frage. Warum kann ich hier kein Feststofftriebwerk bauen? Oh, und wir haben ein unversehrtes Fossil. Oh. Krass. Das zweite Artefakt, aber das wird nicht der Titel dieses Videos. Ich habe zwar noch keinen, aber... ja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall zwei Fragen. Frage Nummer 1, was machen wir mit dem verschmutzten Wasser? Frage Nummer 2, warum kann der Krillo hier kein Feststofftriebwerk bauen? Muss ich tatsächlich die ganze Rakete abreißen? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Also, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Euer Krillo.